Er führt ganz alleine. Patrick Makau. Der sich hier nochmal erfrischt. Hier sehen wir auch die Anstrengung natürlich in seinem Gesicht, aber auch die Lockerheit in seinem Laufstil. Und hier sehen wir wunderschön von oben, wohin der Weg hinführt. Und es kann nicht mehr weit sein bis zum Brandenburger Tor. Auch das weiß er. Und da sind wir schon an der Charlottenstraße. Und da kommt gleich die Straße unter den Linden. Und unter den Linden heißt für Makau, das ist die Zielgerade. Ich bin auf der Zielgeraden. Jetzt hier sehen wir die Powerzone von Erdinger, wo gleich nochmal die Post abgeht. Und da müsste er jeden Augenblick jetzt um die Ecke kommen. Da kommt er. Unter den Linden. Patrick Makau ist auf der Zielgeraden, meine Damen und Herren. Und jetzt geht es nur darum, schafft er tatsächlich diesen neuen Weltrekord. 2:03:59 ist die alte Marke von Gebrselassie. Den hat er besiegt. Jetzt geht es nur noch um die Zeit, um die Bestmarke, um diesen historischen Moment. Von hier aus sind es noch gut 1 Kilometer. Er liegt weiter, ich bin Haarspalter, 13 Sekunden unterm alten Rekord, das lässt er sich nicht mehr nehmen, René. Leute, 13 Sekunden, wir haben uns früh festgelegt, Martin, dass es hier einen neuen Weltrekord gibt. Und jetzt sehen wir ihn und fangen ihn ein mit unseren Kameras hier im Zielbereich direkt am Brandenburger Tor. Weiterhin perfekter Laufstil. Ganz ökonomische Arm-Bein-Bewegung. Ist das spannend? Ist das aufregend? Die letzten Meter für noch nicht einmal mehr 1 Kilometer. Für Patrick Makau, den 26-jährigen Kenianer. Und was ist hier los? Gleich geht's auf den Pariser Platz. Hier sehen wir schon das Brandenburger Tor. Und jetzt begleiten wir ihn stimmungsvoll. Hören Sie mal, was hier los ist. Ja, da läuft einem ein Schauer über den Rücken, dass man da dabei ist. Also das ist fantastisch. Und jetzt laufen wir sozusagen mit Makau Richtung Brandenburger Tor. Sehen Sie es da oben, die Quadriga. Martin, ich krieg hier eine Gänsehaut. Der jetzt packt, gleich der Pariser packt. Platz. Der Pariser Platz. 2:02:12. Makau ist auf den letzten Metern. Vom Brandenburger Tor, wenn er durch ist, sind es noch 370 Meter genau. 370 Meter bis ins Ziel, bis in die Geschichtsbücher. Patrick Makau. Durch, durch, komm. Und da kommt er gleich. Wunderschön zu sehen von hier oben, der Führende. Hier läuft er durch das Brandenburger Tor. Da unten rechts kommt er angeflogen. Patrick Makau. René hat's. Auf der Zielgeraden. Ist es denn zu glauben? Wir erleben hier heute Historisches auf der Zielgeraden in Berlin. Sie sehen das Brandenburger Tor. Und Sie sehen Patrick Makau, letztes Jahr pitsche-patsche nass auf der Zielgeraden. Heute strahlt die Sonne und Berlin strahlt. Wir erleben einen neuen Marathon-Weltrekord hier. Wir sind live dabei bei NTV. Ist es denn die Möglichkeit? Patrick Makau, der Kenianer. Wir schauen gleich einmal zur Uhr. Wie weit ist es noch? 2:03:59. Schafft er das? Ich glaube ja. Ich hoffe es so sehr für ihn. Er hat es im Sack. Patrick Makau, die letzten Meter. 2:03. Es ist ein Rennen gegen die Uhr. Er muss den richtigen Eingang finden. Jetzt muss er nochmal abbiegen. Ist es denn zu glauben? Makau! Jawohl. Patrick Makau, 2:03:38 inoffiziell. Oh, und er joggt noch weiter. Ja, so locker. Jetzt läuft er hier bei uns an der Kommentatorenkabine vorbei und kniet nieder. Bekreuzigt sich der gläubige Kenianer, ist in diesem Moment einer der glücklichsten Menschen hier im Zielbereich. Und Marc Milde, der Race Director, ist sofort bei ihm. Also analysiert man das Rennen so kurz nach dem Zieleinlauf, dann kann man sagen, er hat alles richtig gemacht. Unfassbar.
ist wirklich vollbracht. Er hat es vollbracht. Fantastisch. Das war, jetzt joggt er noch, jetzt joggt er sich noch aus. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Der läuft nochmal zurück sehr wahrscheinlich. Toll. Und er lässt sich feiern zurecht. Berlin. Das ist ein Manager. Luis Berlin Posso. Hat einen neuen Weltrekord. Und die Laufszene weltweit wird begeistert sein, elektrisiert sein über diese Zeit. Inoffiziell 2:03:38. Wir haben es gehofft, wir haben es uns gewünscht, aber wenn wir ehrlich sind, wir haben es nicht unbedingt für möglich gehalten am heutigen Tag. Hier ist es nun wahr geworden, das große Märchen, der große Traum vom neuen Marathon-Weltrekord. Es wird jetzt sehr interessant sein, lieber René, wenn der Sieger Patrick Macau dem ankommenden Haile Gebrselassie entgegenläuft. Es wird hoffentlich ein bewegender Moment sein. Und hier sehen wir den Blick aufs Brandenburger Tor. Patrick Macau läuft Haile entgegen und holt ihn ab. Ja, ja. Aber aller Ehrenwert, dass Haile durchgegangen ist. Und ich gehe davon aus, er läuft durch. Aber das hier ist, darf ich sagen, eine neue Haile? Nein, es ist ja ein Kenianer, kein Äthiopier. Das ist eine Vorführung der Extraklasse, die, was Patrick Macau hier heute zelebriert hat, das geht tatsächlich in die Geschichte ein. Und jetzt genießt er natürlich auch das Bad in der Menge zurecht. Das hat er sich nach diesem spektakulären Rennen verdient. Der neue Weltrekordler im Marathonlauf kommt aus Kenia und heißt Patrick Macau. Diesen Namen müssen Sie sich merken. Und nicht, dass einer der Zuschauer meint, meine Güte, wenn er doch so locker dann auch seinen Sieg. He's the one who made me to be the world champion. Did you expect going into the race? Also bedankt sich auch ein gläubiger Kenianer bei Gott. Actually, in the morning, my body was not good in action, but about some minutes to start. Das ist lustig. Wenn er schon erzählt, dass er sich morgens nicht gut gefühlt hat, dann will ich nicht wissen, wie er läuft, wenn er sich gut fühlt morgens. I started the race, then my body started reacting very well and my. Ja, mit dem Startschuss hat alles funktioniert. Thinking about the world record. Did you have problems during the race? Sorry? Did you have problems during the race at all? What? Did you have problems during the race? Actually, for today, I did not have any problem in the race because, let's say, like last year, I had some problem with my socks, which ended inside my shoe, but for today, I had done everything very well, so I was not expecting any problem. One more question. You're now the world record holder. You must be looking forward to those Olympic Games in London and maybe winning an Olympic marathon title. Actually, that will be my aim. If my Lord will allow me, then wenn Gott es mir erlaubt, dann will ich natürlich Olympiasieger im Marathonlauf werden. Thank you very much. Dieser Mann ist voller Demut und Dankbarkeit am heutigen Tag. Auch das ehrt ihn. Ja. Was für ein sympathischer Kerl. Ja, und wenn man überlegt, Kirui Weltmeister geworden in Daegu im Marathon, jetzt Macau Weltrekordler im Marathon. Die Kenianer haben in diesem Jahr...